Seit der politischen Pandemie ist ein Gleichheitstext in deutschen Medien in Mode gekommen und geblieben. Früher war jeder bei Print oder Fernsehen stolz auf seine exklusive Meldung und freute sich, wenn die anderen nachziehen oder die Herkunft zitieren mussten. Heute sind die jungen Redakteure bereits zufrieden, wenn sie wie die anderen die gleiche Story haben. Einfache Selbstberuhigung. Wir sind auf der sicheren Seite. Die Spannung und Kritik ist raus beim germanischen Journalismus. So kommt Öl ins Feuer bei den künstlich aktuell gehaltenen Politthemen, die fast alle falsch sind, vorsätzlich gefälscht werden oder mit denen Panik und Angst erzeugt und mit ständigen Bevormundungen schlechtes Bürgergewissen erzeugt werden. Mit den Luftpaketen CO2, Klima, Umwelt, Nahrung, Abluft, Heizung verdienen viele mit den Überzeugungsargumenten viel, verdammt viel Geld. Was die wenigsten kaum durchschauen. Man muss sich nur die milliardenschweren Machtwerke BlackRock und Vanguard näher ansehen und versteht die finanzierten Gutmenschen wie die Grete von Stockholm, die Klimakleber oder Greenpeace, wo der Vorstandsvorsitzende ein Jahresgehalt von über 500.000 Euro bezieht. Sie sind alles, nur nicht Jesus Christus. Die meisten Lügen werden derzeit über Wladimir Putin von westlicher Seite verbreitet, der vor 8 Jahren den Krieg sogar im Deutschen Bundestag live angekündigt hat, wenn nicht die diplomatische Lösung angenommen wird. Die gegenwärtige Kriegsberichterstattung muss man sich komplett schenken, weil alles passend geschminkt wird und Putin immer der böse Mann ist, dem wir aber durch den Krieg verdanken, dass uns Deutschen eine neue Pandemie erspart blieb. Es hat doch das erste Mal DDR-stramm erschreckend gut funktioniert, wie Old Germany geknechtet und mit Impfmaßnahmen, die gar nicht den angeblichen Virus killen konnten, belästigt wurden. Ganz zu schweigen, wie uns Ostführerin Angela Merkel uns Millionen Neubürger bescherte und dafür den Bayerischen Verdienstorden bekam, der jetzt wohl nicht mehr der in Orden der Nation ist, nachdem Patricia Riekel, die bereits vor 7 Jahren ihren Chefredakteurssessel bei Bunte geräumt hatte, ebenso mit dem hohen Ehrenzeichen bedacht wurde wie der seltsam hölzerne TV-Moderator Florian Silbereisen für seine unterirdisch flache Schlagershow und das jahrzehntelange PR-Pärchen-Märchen mit Helene Fischer. Die Übergabe durch die Hand von CSU-Ministerpräsident Dr. Markus Söder war jedenfalls wahr, wogegen die angebliche Revolution gegen Putin und den Kreml undurchsichtig geblieben ist. Angeheuerte Soldaten wie die Wagner-Söldner, deren Führer Jewgeni Prigoschin den russischen Verteidigungsminister Shoigu nicht besonders zu schätzen scheint. So probte er den Aufstand der Unterröcke. Das Säbelrasseln verlief erstaunlich kurz und die wahren Einheiten mehr als mager, und nach einer Exilreise von Prigoschin wird man bald wieder mal oder gar nichts mehr von ihm hören. Als wahr hat sich bestätigt, dass Russlands Präsident Putin seit 2018 einen speziell gefertigten gepanzerten Sonderzug besitzt. Er soll rund 70 Millionen Dollar gekostet haben. Solche Züge hatten Diktatoren und Adelige in früheren Zeiten schon immer. Fürst Joachim von Fürstenberg zum Beispiel besaß so eine Eisenbahn oder ließ sich einen seiner Waggons an fahrplanmäßige Züge anhängen. In Putins luxuriösem Zug, der aus 10 Waggons und 3 Lokomotiven besteht, gibt es für Probleme eine Intensivstation und für die Pflege des Reisenden ein Gesundheits- und Fitnessstudio. Putin verzichtet aber nach wie vor nicht auf Flugzeuge. So flog er, ob wahr oder nicht wahr, vor 2 Monaten nach München und besuchte mega diskret an einem Wochenende seine Tochter, die angeblich in Solln lebt. Im Münchner Oriental Mandarin Hotel soll dem Kreml-Chef eine ständige Suite zur Verfügung stehen. Die Hotelleitung hält sich in tiefstes Schweigen,